Hallo Welt, am nunmehr 7. März 2021, ein schön sonniger Tag, ein schön sonniger Abend vor allem. Und ich stehe hier diesmal eben im Außenbereich. Eine kleine kurze Outdoor-Episode wird das werden. Auch im Innenbereich ist viel passiert, sind ja doch schon wieder einige Tage und Wochen vergangen seit meinem letzten Beitrag. Aber das Hauptaugenmerk in den letzten Tagen lag hier einfach im Außenbereich, im Garagenbereich. Denn einer der nächsten Schritte wird es hier werden, beim Projekt Garage eben die Garage selbst aufzustellen. Und dann, die wird eben angeliefert, wird hier aufgestellt. Und spätestens dann ist hier eben nicht mehr alles so ganz einfach nachzuvollziehen bzw. ersichtlich. Und daher möchte ich das im Vorfeld nochmal dokumentiert wissen. Hier jetzt also der aktuelle Anblick. Wir hatten ja die Garagenfundamente soweit schon vorbereitet im letzten Jahr noch. Das Ganze hat jetzt eben überwintert. Seither ist hier an den Fundamenten selbst nichts mehr passiert. Die sind halt ausgehärtet. Das Ganze hat so eine U-Form. Die seitlichen Fundamente sind ein bisschen tiefer als das vorne. Das vorne dient halt einfach auch nochmal als Abstützfläche, damit das Tor bzw. der Bereich unterm Tor eben nicht durchhängt bei viel Gewicht und über die Zeit, damit man da einfach keine Lücke zwischen Tor und dem Boden sieht. Ansonsten steht aber die Last wohl auf den seitlichen Streifen hier links bzw. auch rechts. Und die hatten wir eben, wie gesagt, bereits im letzten Jahr soweit vorbereitet und betoniert. Ein Teil der Arbeiten bestand ja auch daraus, dass wir hier Leerrohre oder halt Untergrund-KG-Rohre verbaut hatten, die eben ich als Leerrohre nutzen möchte. Man kann hier drei Stück bereits sehen. Das sind Rohre, die eben hier durch das Fundament hindurch gehen und die ich dann nutzen kann, um dort eben irgendwie in diesem Bereich Kabel und Wasserleitungen vielleicht zu ziehen. Ein weiteres, das ist dieses Rohr hier, geht in den vorderen Bereich Richtung Garageneinfahrt für eine spätere Beleuchtung vielleicht. Dieses dickere 160 mm breite Rohr, das geht in den Keller, in meinen Hausanschlussraum, um die Garage eben mit Strom und anderer Infrastruktur zu versorgen. Und das war eben Stand Ende letzten Jahres. Was jetzt eben noch dazukommen soll, und das kann man hier auch schon erahnen, ist ein weiteres Rohr. Auch das wird als Leerrohr fungieren und das geht eben aus der Garage dann in die Zisterne und ist einfach auch hier so eine Anbindung von Technik. Beziehungsweise ich habe da drin einen Füllstandssensor, der wird dann eben hier das Datenkabel durchgehen, auch die Pumpe, die Stromversorgung der Pumpe und so weiter. All diese Leitungen bekomme ich dann über dieses Rohr später in die Garage. Und ein Großteil der Arbeiten in den letzten Tagen hat sich tatsächlich um die Zisterne herum abgespielt. Man kann es hier noch so leicht erahnen, die Zisterne ist hier noch freigelegt im oberen Bereich. Wir hatten die aber wirklich in großen Teilen komplett freigeschaufelt. Wir haben hier viele Kubikmeter Erde bewegt, da ist noch so ein bisschen was übrig geblieben. Auch hier in dem Bereich, in dem ich mich befinde, kann man noch ein bisschen was erahnen. Der große Teil ist aber tatsächlich auch schon wieder zugeschüttet und verdichtet. Und der Hintergrund hier war einfach, dass an den Anschluss hier, also auf dieser Seite der Zisterne, befindet sich die Entwässerung, der Überlauf. Und das geht dann halt in den Kanal Richtung Stadt. Und an diesem Punkt mussten noch zwei Leitungen angeschlossen werden. Zum einen nämlich diese da, die man da drüben sieht. Das ist eine Entwässerungsleitung für einen späteren Filter, der den Zulauf zur Zisterne eben filtern soll. Dazu gleich nochmal mehr. Und eine weitere Abzweigung geht in die Richtung, Richtung Wärmepumpe. Die wird hier eben aufgestellt werden, der Außenteil. Und da auch hier bei der Entwässerung, das war im Vorfeld irgendwie nicht so ganz gut ausgelegt. Da gab es so ein Rohr, das hat aber nur in die Schotterschicht gereicht. Und dadurch, dass wir hier einen lehmigen Boden haben, hatte ich so ein bisschen Bedenken, dass das nicht ordnungsgemäß ablaufen wird, beziehungsweise sich halt anstaut und man hier irgendwie das Grundstück flutet dann, wenn wirklich mal viel Kondensat anfällt. Und dementsprechend haben wir auch das jetzt hier nochmal eben an die Entwässerung, an den Kanal mit angeschlossen. Ja, und Auslöser dieser vielen Arbeiten hier in den letzten Tagen war tatsächlich die Entwässerung der Garage. Die kann man hier nämlich sehen. Also da hatten wir bei den Betonierarbeiten schon so entsprechende Entwässerungsblöcke eben freigelassen. Hier werden dann die Fallrohre der einzelnen Garagenelemente eben ihr Wasser entsorgen. Und das Ganze fließt dann über diese Leitung hier ab, geht dann hier eben über in eine weitere Leitung, die dann in Richtung Zisterne fließt. Das war ursprünglich auch mal so angedacht, dass das direkt hier in die Zisterne einläuft. Also diese Leitung, die jetzt hier nach oben wegsteht, die war soweit schon vorbereitet, dass man das hier nur noch hätte miteinander verbinden müssen. Aber nach ein bisschen Recherche hat mir das Ganze doch nicht so zugesagt. Es fehlt hier nämlich die Filterung in der Zisterne. Also die Zisterne hat drei Anschlüsse oder auf gleichem Niveau eben drei Löcher. Zwei davon werden als Zulauf genutzt. Der eine ist hier, der andere ist auf dieser Seite 120 Grad verschoben davon. Hier soll eben der Zulauf von der Garage stattfinden und hier ist dann der Ablauf Richtung Stadt, wie gesagt. Das Ganze war jetzt soweit eben auch schon vorbereitet, eben auch seitens des Tiefbauers gab es hier in einem der Anschlüsse der Zisterne eben diese Verrohrung, die
haben wir jetzt hier so nach oben weggeführt. Letztendlich war aber die Idee, dass man das hier mit anschließt, die Garage, und dass die hier halt entsprechend entwässert wird. Und man kann das ja schon sehen. Das fließt hier halt einfach direkt über so ein paar Formstücke, über ein paar Winkel in die Zisterne hinein. Und nachdem ich mich da so ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe mit der Thematik, ist das durchaus problematisch, wenn man hier halt überhaupt keine Filterung vorsieht. Also auch in der Zisterne gibt es an der Stelle keine Filterung. Das Problem ist auch bei dieser Zisterne, dass der Zulauf auf demselben Höhenniveau liegt wie der Ablauf. Also hier ist ja einer der Zuläufe, hier in etwa ist ein weiterer Zulauf auf dieser Seite. Und hier 120 Grad jeweils versetzt ist der Ablauf Richtung Stadt, Richtung Kanal. Und die befinden sich eben alle auf der gleichen Höhe. Das heißt, das ist eher ungünstig, da nochmal zu filtern. Es gibt zwar auch Filter, die das lösen können, irgendwie Sinusfilter und so weiter, aber so ganz physikalisch bedingt können die natürlich nicht so gut funktionieren. Insbesondere wenn die Zisterne eben einmal voll ist, hat man das Problem, dass da dann eben das Wasser nicht ordentlich abfließen kann Richtung Ablauf. Und dementsprechend wird man da immer irgendwie kleinste Partikel drin haben, beziehungsweise muss den Filter dann regelmäßig rückspülen und hat halt trotzdem Wartungsaufwand. So, und wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, da findet man dann auch durchaus Filter, die das Problem eben lösen. Und ein Teil der Lösung kann man hier schon sehen, nämlich ein Entwässerungsrohr. Also dieses Rohr führt jetzt quasi in den Ablauf, der auch hier an den Überlauf der Zisterne angeschlossen ist. Also das Wasser fließt hier quasi direkt weg Richtung Stadt. Es gibt jetzt halt einfach Filter, die man, da fließt das Wasser hinein, fließt dann über irgendwelche Lamellen hinweg und der grobe Schmutz wird halt Richtung Kanal, nämlich in dieses Rohr weggeleitet, und das, was übrig bleibt, fließt dann in die Zisterne selbst hinein. Physikalisch bedingt braucht das aber einen Höhenunterschied und den gab es halt einfach nicht. Also so wie das zuvor angedacht war, wäre das Rohr jetzt hier eben direkt in den Zulauf gegangen. Diesen Ablauf, den in der Form gab es den gar nicht. Und dementsprechend hätte ich hier jetzt nicht filtern können in dieser Form, beziehungsweise man hätte vielleicht mechanisch mit irgendeinem Filterkorb oder so arbeiten können, müsste das Ding aber dann regelmäßig leeren und hätte dann trotzdem mikrobiologisch irgendwie nicht das optimale Resultat. Und dementsprechend habe ich mich doch nochmal entschlossen, wenn ich jetzt dann nie, den Filter hier zu setzen. Und den Filter selbst habe ich noch nicht, der ist bestellt, aber zumindest ist das jetzt so weit vorbereitet, dass der angeschlossen werden kann. Was dann noch fehlt, und das ist in einem zweiten Schritt später noch notwendig, ist, dass man den zweiten Zulauf, der sich auf dieser Seite hier befindet irgendwo, der eben an die Regenrinnen hier angeschlossen ist, dass man auch diesen dann in den Filter führt. Auch dafür wird man von der Höhenlage her wahrscheinlich nicht ganz hinkommen und muss auch dann diese Rohre hier nochmal, die gehen einmal, da ist ein Fallrohr und das zweite Fallrohr ist hier. Also auch diese Rohre werde ich nochmal ausbuddeln und nochmal ein paar Zentimeter höher legen müssen. Aber das kann ich dann auch später noch im Anschluss machen, bei den Pflasterarbeiten vielleicht. Vielleicht holt man sich da auch einen Bagger oder sowas und kann dann halt mit weniger Aufwand das hier mit anschließen. Wichtig ist halt einfach, dass das so weit vorbereitet ist, dass es diesen Filter gibt und vor allem, dass es dieses Entwässerungsrohr für den Filter gibt. Ja, das alles klingt jetzt irgendwie sehr einfach. Man hat halt hier jetzt nur ein, zwei Rohre zusätzlich angeschlossen. Das ist mal kurz aufgebuddelt und eben die Rohre da miteinander verbunden. Aber in der Praxis sah das dann doch deutlich schwieriger aus und das war echt ein echter physikalischer Kampf und auch echt schweißtreibend und insbesondere auch ein Geduldsspiel. Und zwar die Rohre hier, die sind alle verschüttet mit so kleinen Steinchen. Das macht wahrscheinlich auch tiefbautechnisch durchaus Sinn. Die rutschen halt schön irgendwie in jede Lücke. Da gibt es dann nicht viel Spielräume und so weiter. Beim Ausbuddeln, gerade mit der Hand, ist das aber durchaus dann ein Problem, weil jedes Mal, wenn man da eine Schaufel herausnimmt, gibt es lawinenartig irgendwie zwei Schaufeln zur Belohnung wieder, die dann da runterkommen. Und es kommt einem vor wie so Sisyphus-Arbeit. Am Ende haben wir das dann aber geschafft mit viel Mühe und Not, haben das irgendwie hier so ein bisschen abgestützt und haben das dann wirklich irgendwie hier 2 Meter, 2,5 Meter nach unten geschafft. Das war dann auch durchaus problematisch, da wieder selbst runterzukommen. Das war jetzt hier kein professionell ausgehobenes Loch irgendwie mit Zugang und so, sondern man muss halt aufpassen beim Runtergehen, dass man da nicht wieder die nächste Lawine verursacht. Insgesamt dann eben sehr spaßig, sehr schweißtreibend und am Ende aber erfolgreich. Ich konnte dann eben in diesen Abfluss, der einfach das senkrecht nach unten geht, 2 so Y-Stück, einen nach links und einen nach rechts weggehend einsetzen. Und das Resultat ist eben zum einen hier dieses Rohr und zum anderen das Rohr für die Wärmepumpe dort auf der anderen Seite. Mittlerweile haben wir das eben wieder verschüttet. Ich muss jetzt hier noch eben warten, bis dieser Filter hier eintrifft. Den kann ich dann auch gleich hier setzen und einbauen. Und dann kann ich hier diesen Rest des Loches auch noch verschütten. Und dann wird auch hier wieder die Fläche der Garage eben frei werden, denn die befindet sich ja hier noch. Die wurde soweit in Mitleidenschaft gezogen, dadurch halt, dass sich hier der Aushub noch befindet. Ja, und dieser Aushub, man kann schon sehen, der
hat uns auch so ein bisschen daran gehindert, hier mit den weiteren Vorbereitungsarbeiten für die Garage selbst eben weiterzumachen. Also hier diese Fläche zwischen den Fundamenten, die soll eben zum einen aus Frostschutzgründen, zum anderen auch aus logistischen Gründen nochmal geschottert und eben verdichtet werden. Also hier wird der LKW zum Abladen eben drauffahren. Das sind zwei Elemente der Fertiggarage. Eins wird eben so aufgestellt und das andere hier im hinteren Bereich. Und damit der LKW irgendwie mit seinem Kran hier hineinfahren kann, muss das zum einen verdichtet sein und zum anderen eben auch irgendwie aus Frostschutzgründen wird das empfohlen, damit das irgendwie hier der Bereich unter der Garage eben nicht unter oder überdurchschnittlich kalt wird und dementsprechend laut Fundamentplan hier nochmal Verdichtung notwendig. Das Material haben wir auch hier und sobald wir jetzt hier dieses Loch verschütten können, werden wir mit den Arbeiten auch weitermachen. Man kann ja sehen, die erste Hälfte ist hier schon abgeschlossen, die Arbeiten. Das ist halt auch nochmal ein Akt, hier dieses Gestein hier irgendwie in diesem Bereich zu befördern und dann eben mit so einer Rödelplatte das Ganze nochmal zu verdichten. Genau, so viel also zum Thema Garage bzw. Garagenfundamente. Man kann sehen, es ist auch hier ein bisschen was passiert, es geht voran. Wie eingangs erwähnt, soll jetzt die Garage in den nächsten Tagen angeliefert werden und eben hier aufgestellt werden. Das erleichtert uns auch dann den Alltag hier auf der Baustelle, weil wir einfach absperrbaren Stauraum wieder gewinnen. Gerade mit den Verputzarbeiten muss man das Zeug ja dann alles hier verräumen und das hilft uns dann doch ungemein und vor allem kann man dann irgendwie einen Haken hier setzen beim Projekt Hausbau, nämlich Garage ist irgendwie fertig und angeliefert. Bis dahin gibt es noch ein bisschen was zu tun, hier in dem Bereich kann man das sehen und ja, einen Teil der Arbeiten werde ich heute noch erledigen und den Rest dann halt in den nächsten Tagen. Auch im Innenbereich ist natürlich wieder einiges passiert seit meinem letzten Video, das werde ich in einem der nächsten Videos zeigen und wünsche euch bis dann einen schönen Abend, wir sehen uns bald wieder, bis dann, ciao!